Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im finsteren Tal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Ich komm an deinen Tisch, ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du bist mein wunderbarer Hirt. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, hier in der Kirche und vielleicht zu Hause am PC, an diesem wunderbaren Sonntagmorgen. Heute soll es im Gottesdienst auch um verpasste Gelegenheiten gehen. Ihr kennt das vielleicht auch, manchmal schiebt man etwas auf. Mache ich nicht heute, mache ich morgen. Ich denke da zum Beispiel manchmal daran, dass ich meinen Vater eigentlich am Wochenende besuchen sollte. Und dann war die Woche so voll und ich habe noch so viele Sachen in das Wochenende gepackt. Und dann stehe ich da und dann rufe ich ihn an am Freitagabend und sage, du, ist das okay, wenn ich morgen nicht komme oder am Sonntag? Und er sagt dann immer, ja, ist alles gut, mir geht es gut. Ja, es geht ihm gut, aber ich bin nicht gefahren. Ich müsste mich testen lassen, ich muss eine Dreiviertelstunde fahren, bin vielleicht eine Stunde bei ihm und fahre wieder zurück. Manchmal merke ich dann hinterher, eigentlich hättest du das doch alles geschafft. Aber was man einmal verpasst hat, das kann man nicht mehr ändern. Und auch um solche Sachen soll es heute im Gottesdienst gehen, den wir feiern wollen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte am Anfang beten. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, für dieses schöne Wetter, für diesen Sonnenschein, Gott. Und ich danke dir, dass wir hier sein können, dass wir uns treffen können, dass wir Gottesdienst feiern können. Für dich, Gott. Und so möchte ich dich einladen, dass du heute Morgen da bist,
dass du diese Zeit spürbar segnest und dass du unsere Ohren und unsere Herzen für dich öffnest, Gott. Amen. Ja, ich lade euch ein, für das nächste Lied aufzustehen. Alle Augen auf dich. Oh, 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 alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, du weitest unsere Sicht. Alle Augen auf, oh, 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 oh. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir, du siehst mich an. Dein Blick durchbricht den Alltagswahn. Bei dir zu sein tut immer wieder gut. In deiner Nähe komm ich an. Ein Ort, an dem ich echt sein kann. Bei dir so bin ich so, wie ich bin genug. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, du weitest unsere Sicht. Alle Augen auf, oh, 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 bin ich. Will mich nicht um mich selber drehen, mit neuen Perspektiven sehen, will spüren, dass du mich unendlich liebst. Ich such den Blick in dein Gesicht, in deinem Licht erkenne ich die Spuren, die du durch mein Leben ziehst. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, du weitest unsere Sicht. Alle Augen auf, oh, 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 oh. Oh, 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 alle Augen auf dich. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Damit hatte der Teufel alles versucht, um Jesus auf die Probe zu stellen. Er verließ ihn eine Zeit lang. Jesus war erfüllt von der Kraft des Geistes. So kehrte er nach Galiläa zurück. Sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und alle redeten mit Hochachtung von ihm. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht.
Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden: Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Amen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von allen seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich in dir. Halleluja. Jotti, lässt du mal den Film ablaufen? Ah, die Heimat. Ich komme. Ich werde einen Weg zu ihm finden. Aber nicht heute. Verschieben wir auf morgen. Ja, danke schön. Ja, das kennt ihr vielleicht auch. Nicht mehr heute, verschiebe ich auf morgen. Also ich kann diese Lebensphilosophie der Scarlett O'Hara ganz gut nachvollziehen. Mir geht es auch manchmal so. Vor allem, wenn es vielleicht Dinge sind, die mir unangenehm sind oder wo sich vielleicht Veränderungen auftun würden. Da ist es manchmal einfacher zu sagen, ach, heute nicht mehr, ich mache es morgen. Aber es ist ja so, wie ich es schon in der Begrüßung gesagt habe, was man einmal verpasst hat, kann man nicht mehr zurückholen. Und es sind ja nicht nur diese unangenehmen Sachen, die man manchmal verschiebt, manchmal sind es auch Sachen, die eigentlich nett wären und die man dann trotzdem verschiebt, weil es gerade nicht gepasst hat, dann mache ich es morgen. Morgen kommt dann wieder was dazwischen und übermorgen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt vorbei. Da wäre es unpassend, das noch nachzuholen. Ja, und um so verpasste Gelegenheiten soll es auch heute in unserer Predigt gehen. Bevor wir die hören, wollen wir noch gemeinsam zwei Lieder am Stück singen. Und ja, ich bin heute hier alleine auf der Bühne. Ich habe gerade schon gesagt, eigentlich spiele ich hier so wie bei mir im Wohnzimmer, auch öfter mal alleine, aber jetzt seid ihr halt dabei und das ist auch ganz schön. Lass uns doch einfach gemeinsam ja, zu dem Herrn ins Wohnzimmer kommen und einfach bei ihm ausruhen und alles, was so in uns ist, ihm bringen, auch in diesen Liedern. Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt.
Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tiefer Sinn zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Jetzt vor dir auf die Knie. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein Stein, Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir, Friede mit dir. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, da
Das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß. So groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß. So groß ist der Herr, sein Name sei erhöht, sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Ja, vielen Dank, Jörg. Die Lieder, wir hören sie, leben ja immer wieder auch von Kontrasten. Ich bin irgendwie ein bisschen laut, oder? Ich biege das hier mal weg. Ja. Von Hell und Dunkel, Löwe, Lamm, all das kommt davor, haben wir gehört. Wenn ich hier auf meine Predigt blicke, dann sehe ich da Schwarz und Weiß, auch ein Kontrast. Das hilft uns ja, um Sachen besser zu erkennen, da wo Kontraste vorkommen. Gerade auch in Bildern, wenn wir Bilder sehen, dann sind Kontraste da, damit wir mehr Tiefe auch in einem Bild sehen können, Dinge wirklich erkennen können. Und auch in anderen Sachen. Vor kurzem erst erlebt auch in den Nachrichten. Auch da tauchen ja manchmal Kontraste auf. Ein kleiner Mann mit wenig Haaren in einem großen Palast, grimmig reinschauend, alles vergoldet. Ich glaube, mit P fängt er an, der Mann. Und ein großer Tisch, eigentlich viel Platz für viele Leute. An Geld scheint es auch nicht zu fehlen. Hätten noch viele Platz haben können. Das eine Bild und dann ein Schnitt. Das nächste Bild folgt und was sehen wir? Eine weinende Frau, zerstörte Häuser und vieles andere völlig, völlig anders. Auch diese Kontraste gehören leider zur Realität in dieser Welt. Arm und reich, privilegiert, Zugang zur Bildung und Leute, denen diese Chance verwehrt wird. Und wir merken, das sind Ungerechtigkeiten, die wir stark empfinden, wenn wir auch solche Kontraste sehen und darauf stoßen. Und das macht etwas mit uns. Und da, wo wir Unrecht sehen, da ist,
das immer auch verbunden mit der Frage nach Gott. Und deswegen greift Jesus das auch auf, so ein Kontrast in der Geschichte, wie er uns erzählt in dem Predigttext für heute. Ich lese: Einst lebte ein reicher Mann, er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weite Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er: Vater Abraham, erbarme dich meiner. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete: Kind, erinnere dich. Du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns herüberkommen. Da sagte der Reiche: So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham antwortete: Sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Amen. Ja, was für ein Kontrast, was für ein starker Kontrast. Der reiche Mann, der alles hat, der wahnsinnig privilegiert ist, der von einer Feier zur nächsten eilt, arbeiten muss er nicht, führt ein luxuriöses Leben, gekleidet in purpurnen Gewändern. Für ein Kilo Purpur müssen ungefähr 15.000 Raupen getötet werden. Und vor seinen Toren, da liegt der arme Lazarus. Der würde sich schon über die Reste freuen, die da vom Tisch fallen. Und mit diesen Resten sind nicht die Reste vom Buffet gemeint. Die essen wir ja alle vielleicht ganz gerne. Mit den Resten, da ist gemeint, das sind die Krumen, mit denen sich die Reichen mit Brot die Hände abgerieben haben. Und diese Brotkrümen, die würden ja wirklich keinem fehlen, wenn die wenigstens der Lazarus bekommen würde. Aber nicht mal die bekommt er. Und Lazarus hat nicht mal die Kraft, sich gegen die Hunde zu wehren, die seine Geschwüre ablecken. Den Reichen interessiert das überhaupt nicht. Der ist viel zu sehr mit sich, mit seinen Feiern beschäftigt. Aber dann kommt eine kleine Wende, beide sterben. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wie das dann zuging. Wenn man sich das ausmalt, beide Beisetzungen, die Trauerfeiern, der Reiche, vielleicht ist die High Society da vor Ort, großes Begräbnis, alle sind da, er wird einbalsamiert und was weiß ich. Und der arme Lazarus, wenn er Glück hat, wird er irgendwo verschachert. Doch das interessiert in der Geschichte schon überhaupt nicht mehr. Die Geschichte zeigt, dass sich das Blatt gewendet hat. Lazarus wird von Engeln empfangen. Er sitzt ehrenvoll in Abrahams Schoß, während der ehemals Reiche Qualen leidet. So die Geschichte. Was hier los ist, das begreift der Reiche, der ehemals Reiche, erst allmählich, recht spät. Es läuft nicht nach seinem Willen. Er kann nicht mal den Lazarus losschicken, um Wasser zu holen. Nicht einmal das liegt noch in seiner Hand.
Ja, keine einfache Geschichte, die Jesus hier erzählt. Was soll uns diese Geschichte eigentlich sagen? Was führt zu diesem unterschiedlichen Empfang zwischen den beiden? Darüber wollen wir nachdenken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen es mal durch. Der eine ist arm, der andere ist reich. Am Ende dreht es sich um. Man könnte denken, hier findet so eine Art Ausgleich statt. Der arm war, der wird jetzt reich. Der Reiche wird arm und dann ist am Ende irgendwie alles ganz gerecht aufgeteilt. Aber das ist natürlich nicht der Punkt. Hier wird in der Geschichte eigentlich nicht von so einem Automatismus geredet, der am Ende irgendwas ausgleicht. Man könnte vermuten, es liegt am Glauben. Das liegt irgendwie immer nah, wenn wir in der Bibel lesen, dann denken wir mal, es muss am Glauben liegen. Und in der Regel liegen wir damit auch richtig. Und auch dieser Gedanke ist hier vielleicht auch gar nicht ganz falsch, wenn wir den denken. Aber in dieser Geschichte ist erstmal gar keine Rede vom Glauben. Also das ist auch nicht der springende Punkt. Wir müssen nochmal weiterschauen. Beides sind übrigens Kinder Abrahams. Abraham nennt ja auch den Reichen Kind und der ehemals Reiche sagt zu Abraham Vater. Also jetzt in unsere Lebenswelt übertragen, vielleicht beide getauft, beide in der Kirche. Trotzdem werden sie so unterschiedlich empfangen. Die meisten sagen, das Problem ist nicht der Reichtum, sondern die Tatsache, dass er nicht geteilt hat. Und das ist sicherlich naheliegend, darauf einzugehen. Und das ist auch sicherlich nicht ganz falsch. Aber auch das wird zumindest so nicht explizit in der Geschichte gesagt. Also was ist eigentlich der Punkt hier? Es ist ja erst das Ende der Geschichte, das so den entscheidenden Hinweis gibt. Und im Ende dieser Geschichte, da geht es um die fünf Brüder des ehemals Reichen, denen das gleiche Schicksal droht, aber nicht automatisch. Nur weil sie reich sind, es droht ihnen, so heißt es, wenn sie nicht auf Mose und auf die Propheten hören. Mose und die Propheten, sie stehen dafür, die Boten Gottes. Sie stehen für den Willen Gottes, der ihnen nahegebracht wird, der uns im Alten Testament überliefert ist. Auf Mose und die Propheten hören, das heißt auf Gott hören, auf seinen Willen zu hören. Und dieser Wille, der ist dann doch recht klar und eindeutig an vielen Stellen gegeben. Da heißt es, wenn wir nachlesen, es soll bei dir keinen Bedürftigen geben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, dein Gott. Das hat der reiche Mann nicht hören wollen. Gottes Weisung, die will, dass unser Leben, das Leben gelingt. Sie spielt keine Rolle in seinem Leben. Auf das Leben mit Gott, auf die Gemeinschaft mit anderen, darauf kommt es an. Auf das Hören zuallererst, aber nicht nur auf das Horchen, sondern auch auf das Gehorchen, dass das Gehörte im Leben umgesetzt wird. Mit anderen Worten, auf den gelebten Glauben, der in der Liebe tätig wird. Ja, nicht der Reichtum wird zum Verhängnis, sondern sein Leben, als würde es Gott nicht geben. Er dachte nicht an Gott. Er dachte nicht daran, dass er einmal auch für sein Leben Rechenschaft ablegen muss vor Gott. Und hier geht es natürlich nicht bloß um eine religiöse Meinung, sondern hier geht es darum, dass das Leben an Gottes Willen vorbei auch gemeinschaftsgefährdend ist hier. Ein anderer hatte ja darunter zu leiden, Lazarus. Er wurde übersehen, übergangen. Ja, diese Geschichte, sie kennt kein Happy End. Und das macht den Umgang so ein bisschen schwierig mit dieser Geschichte. Aber sie ist uns gegeben, dass unser Leben ein Happy End kennt. Die Bibel, sie stellt das ganz nüchtern fest, dazu auch die Einleitung, es gibt im Leben ein zu spät. Man kann das Lebensziel verfehlen. Und wo man am Ziel vorbeigeht, da gibt es immer auch früher oder später ein böses Erwachen. Das sind ja
nicht so die populärsten Gedanken, die man da äußert, die hier Jesus auch in dieser Geschichte zum Ausdruck bringt. Aber die Bibel macht da immer wieder keinen Hehl raus. Der Name des ehemals Reichen, er wird nicht genannt. Er hat keine Bedeutung mehr. Und er hat Qualen. Warum? Hier ist nicht von der Hölle die Rede. Es ist im Totenreich, um Gericht, Auferstehung geht es hier noch gar nicht. Spielt hier auch gar keine Rolle. Aber sein ganzes Leben war umsonst. Am Ziel vorbei und er merkt, es ist ohne Gott. Was für eine Qual, das am Ende zu realisieren. Ich habe als Teenager mal eine Radtour gemacht. Meine längste, die waren so 250 Kilometer. Irgendwann tun dann die Beine auch weh. Dann bin ich in Walsrode angekommen. Ich meine, es war in Walsrode, das ist ja schon ein paar Jahre her. Da gab es einen richtig steilen Berg. Den sind wir raufgefahren. Und dann sind wir oben angekommen. Und oben angekommen, merken wir, es war der falsche Weg. Das tut weh, nicht nur in den Beinen, das tut so ein bisschen auch im Kopf weh, weil man sich ärgert. Ja, Ziel verfehlt, aber man merkt, das ist nur so ein kleiner Weg gewesen. Zu merken, das ganze Leben verfehlt, falsche Richtung, das ist eine ganz andere Kategorie, das ist eine Qual. Am Ende ist es sogar der ehemals Reiche, der darum bettelt, dass auch deutlicher darüber gesprochen wird, dass, worum es im Leben geht, dass man das Leben auch verfehlen kann, dass es ein zu spät gibt. Und wenn wir das ernst nehmen, dass unser Leben nicht beliebig ist, dann müssen wir auch darüber sprechen. Dann ist es vielleicht sogar ein Unrecht, das nicht zu tun. Wem sagt Jesus das? Wem erzählt Jesus diese Geschichte eigentlich? Was will er damit bezwecken? Ich glaube, es gibt zwei Adressaten dieser Geschichte. Das sind ja vor allem erstmal die fünf Brüder. Ihnen soll genau das erspart bleiben. Sie sollen Sinn und Erfüllung finden. Für die fünf Brüder ist noch alles offen. Sie sollen jetzt hören, darum geht's. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit der Liebe beginnt alles. Die Liebe ist das Entscheidende im Leben. Martin Luther hat auch mal zu diesem Text gepredigt, da schaue ich immer ganz gerne rein. Er hat gesagt, wer Gottes Güte fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück. Wer aber Gottes Güte nicht fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück nicht. So ist es. Mit Gottes Güte fängt alles an. Mit seiner Liebe beginnt alles, sein Wort zu hören und dann diese Liebe, die wir da drinnen hören und empfangen, zu erwidern. Christsein beginnt mit der Liebe. Sie ist das Einzige, was oftmals die Möglichkeit, die Kraft hat, uns herauszureißen, auch aus aller Selbstbezogenheit. Im Hören geht es ja nicht einfach nur um die Umsetzung von Vorschriften. Ein Christ ist ja nicht für alle Punkte erfüllt, darum geht es hier nicht, dafür müssen wir auch keine Angst haben. Aber es geht doch um die Resonanz von der Liebe Gottes. Dass wir sie empfangen und dass das in unserem Leben auch widerhallt. Dass wir ihr Raum geben. Das ist nicht was, was nur von alleine geschieht. So viel muss vielleicht doch gesagt werden. Das heißt, zu lieben mit aller deiner Kraft. Wenn es nur von alleine ginge, dann bräuchten wir die Kraft dazu nicht. Sondern es ist manchmal auch Entschluss und Wille und manchmal kann das auch anstrengend sein. Zu lieben, sich auch Überwindung sein. Aber Glaube ist etwas, was nicht nur im Kopf geschieht. Nicht einfach eine Meinung oder nicht nur ein Satz, den wir daher sprechen. Und auch nicht nur ein Gefühl, beim Singen vielleicht, was schön ist, auch Heiligabend, da freuen wir uns, wenn wir singen und auch heute. Glaube ist mehr, Glaube gehört, dazu gehört vor allem die Frage, auch wie wir miteinander umgehen und wie wir mit anderen umgehen. Wer auf Gott hört, dem werden die Augen geöffnet für die Not des Nächsten. Das gehört dazu, darauf weist Jesus hin. Für Menschen, die Hunger leiden, Hunger nach Brot, aber auch Hunger nach Liebe, nach Wertschätzung,
Kinder und alte Menschen voller Hunger danach, dass jemand Zeit für sie hat. Menschen, die nach Zuwendung, nach Aufmerksamkeit hungern. Die wünschen, dass jemand ihnen zeigt, du bist mir wichtig. Menschen, die ohne Hoffnung und Orientierung leben und nach Hoffnung hungern. Und dann hat die Geschichte noch einen zweiten Adressaten. Sie richtet sich auch an Lazarus, seine, ich nenne es mal die Nachfahren des Lazarus und die Verwandten von Lazarus, an alle, über die dieser Name Lazarus steht, das heißt Gott hilf. Die zum Herrn rufen, meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, für alle, die zu kurz kommen. Für die Opfer von Krieg und Gewalt gerade in dieser Zeit, für die ausgebeuteten Frauen und Männer und Kinder, für die, deren Recht vorenthalten wird und für die, deren Leben ganz massiv von Krankheit geplagt wird. Für Hungernde, für Ausgestoßene jeder Art, blickt weiter. Euer Recht ist bei Gott. Nicht die Peiniger haben das letzte Wort, nicht die Mächtigen mit kalten Herzen. Gott hat das letzte Wort. Bei ihm ist Hilfe, bei ihm ist Trost. Denkt an Lazarus. Er wird gesehen und sein Name wird genannt. Gott hilft. Amen. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Ist ein Gott wie du, nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Ist ein Gott wie du, nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein, denn du liebst es gnädig zu sein,
Ja, du liebst es gnädig zu sein. Lasst uns dem Verstorbenen gedenken. Aus dem Leben abgerufen wurde Klaus Eckert. Er ist am 23. März im Alter von 83 Jahren verstorben. Abschied genommen wurde mit Worten aus dem Johannesevangelium. Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Barmherziger Gott, deiner Gnade befehlen wir den Verstorbenen an. Sei mit deinem Trost bei allen Angehörigen und lass sie im Glauben an dich aufgehoben und geborgen sein. Amen. Wir wollen noch Fürbitte halten. Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Aber ich möchte ganz besonders für die Kinder beten, für die Kinder in unserer Gemeinde, Gott, die jetzt gerade in der Kinderkirche sind und von dir hören, Gott, für die Kinder, die sich auf das Musical freuen und vorbereiten, Herr. Du schenkst da so viel Liebe, Herr, und ich möchte auch für die Kinder beten, die heute Nachmittag getauft werden und für die Kinder, die zum Tauferinnerungsgottesdienst kommen, Herr. Ich bete, dass du sie wirklich immer wieder daran erinnerst, dass sie deine geliebten Kinder sind, dass du für sie bist und dass du deine Hand über sie hältst und dass du jeden Weg mit ihnen gehst, dass sie nicht allein sein müssen, Gott. Und ich möchte auch für die Kinder beten, denen es nicht so gut geht, die auf der Flucht sind, die hoffnungslos sind, Herr. Ich bete, dass du mit Kraft, mit Liebe, mit Stärke kommst, dass du sie spürbar anrühren kannst, Herr, dass sie spüren können, dass sie nicht allein wissen und wissen, dass du da bist, Gott. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dass deine Liebe immer wieder unser Leben erfüllt, dass wir uns öffnen für diese Liebe, dass diese Liebe auch unser Leben gestaltet und ja, sich breit macht. Wir befehlen dir auch alle Lazarus dieser Welt an, alle, die gerade zu dir rufen, Gott hilf, die nicht die Privilegien wie andere haben, für die Armen, für die, die Hunger leiden, für die, die in Kriegsgebieten gerade wohnen und leben. Wir befehlen sie dir an, bitten dich um deine Gnade. Lass auch uns gnädig sein mit allen, die uns begegnen. Und alles Weitere legen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, ein paar Gemeindenachrichten. Gabi kommt schon nach vorne und Katrin auch. Ich würde euch anfangen lassen. Gabi, fängst du an? Wie alle, oh, das ist laut. Ich rede zu laut, tut mir leid.
Wie ihr alle wisst, in 3 Wochen ist schon soweit. Wir haben unser Sommerfest, unser Straßenfest mit allen 3 Kitas und der Gemeinde zusammen. 60-jähriges Jubiläum feiern wir dieses Jahr. Draußen gibt es auch noch Einladungen, also Flyer. Ihr dürft auch gern noch mitnehmen und Familien, Freunde, Senioren, Erwachsene, Kinder einladen, zu unserem Straßenfest zu kommen. Björn hatte letzte Woche schon gesagt, dass wir gerne auch noch Helfer benötigen für Aufbau, für Abbau oder einen Kuchen zu backen. Und wir haben auch ganz viele Kreise, Gruppen in unserer Gemeinde. Zum Beispiel unser Förderverein betreut den Stand Zuckerwatte machen die. Unser Förderverein betreut den Stand Zuckerwatte und wir haben noch andere Gruppen und Kreise wie Hauskreise, Töpferkreis, Seniorenkreis. Also welcher Kreis oder welche Gruppe gern noch einen Stand betreuen oder anbieten möchte auch, so kreative Angebote vielleicht oder einen Waffelstand oder was auch immer, der kann gern auch noch auf Björn oder mich zukommen. Genau, sonntags sind wir hier erreichbar und sonst im Kindergarten kann man uns auch anrufen und gerne freuen wir uns auch noch, wenn so Stände für Erwachsene auch angeboten werden. Also unser Jugendtreff macht noch einen Cocktailstand, da freue ich mich auch total drüber. Die sind auch vertreten und genau, wäre schön, wenn noch ein paar Stände zusammenkommen, die auch für Erwachsene sind oder für Jugendliche. Genau, das wäre sehr schön und ladet fleißig ein. Wir haben ganz viel schon vorbereitet, das nimmt gerade wirklich Gestalt an unser Sommerfest. Ja, guten Morgen. Ich bin Katrin, wer mich noch nicht kennt, und ich bin Mitarbeitende bei den Pfadfindern, bei den Okerscouts. Das ist eine Gruppe, die wir jetzt nach den Osterferien oder nach Ostern gegründet haben. Genau, und wir treffen uns jeden Mittwoch von 16:30 bis 18 Uhr. Genau, und ich bin heute hier, um einfach mal einen kleinen Einblick zu geben und zu erzählen, was wir so machen. Genau, ich habe auch ein paar Fotos mitgebracht, die laufen einfach im Hintergrund. Genau. Ja, es kommen eigentlich jede Woche so um die 30 Kinder, also es wird richtig gut angenommen. Die Kinder sind so im Grundschulalter und die Aktivitäten, die wir machen, ja, sind ganz vielfältig. Also natürlich wollen wir ein paar Pfadfinderinhalte auch vermitteln. Also wir haben jetzt schon öfter mal uns mit Feuer beschäftigt. Wie macht man Feuer? Was braucht man dafür? Wie verantwortlich müssen wir auch damit umgehen? Oder dass wir uns mit dem Seil auseinandersetzen, Knoten lernen oder auch Karte und Kompass. Wie norde ich eine Karte ein? Wie kann ich mich mit der Karte orientieren? Also da ganz vielfältig versuchen, den Kids ja ein bisschen was beizubringen und dabei auch christliche Impulse setzen wollen, also auch von unserem Glauben erzählen, von Jesus erzählen und hoffen, dass die Kids dadurch so ein bisschen auch ja, einen Zugang finden. Genau, und unser Ziel mit dieser Arbeit ist es, ja, Möglichkeiten zu schaffen, für die Kinder Erfahrungen in der Natur zu sammeln und auch so ein bisschen sich auszuprobieren, also so ein bisschen nach dem Motto Learning by Doing. Es geht darum, dass sie in dieser Gemeinschaft auch leben und lernen, miteinander unterwegs zu sein, sich gegenseitig wertzuschätzen, zu unterstützen. Und dadurch vielleicht auch so ein bisschen befähigt werden, in der Gesellschaft sich einzubringen und die mitzugestalten. Genau, und natürlich wollen wir ihnen auch immer wieder von der Liebe Gottes erzählen. Ja, soweit mal von den Pfadfindern. Mir bleibt noch eine Einladung auszusprechen. Also das Angebot wird super angenommen und wir sind super froh über jeden und jede, die noch Lust hat, auch mitzuhelfen und uns zu unterstützen, also gerne Jugendliche oder auch Erwachsene bei Interesse gerne bei, also auf mich zu kommen oder auch beim Robert melden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Danke. Ja, super, dass da auch so viele Mädchen bei sind. Das finde ich toll. Ja, ich möchte noch sagen, am 2. Juli um 17 Uhr, das ist der Samstagabend vor der Konfirmation, findet ein Abendmahlsgottesdienst statt für die Konfirmanden, aber auch die Gemeinde ist eingeladen. Am 3.7. ist dann um 10.30 Uhr der Konfirmationsgottesdienst hier. Ja, und heute Nachmittag haben wir Tauferinnerungsgottesdienst und es werden noch einmal 4 Kinder getauft in diesem Gottesdienst. Genau. Dann singen wir noch zusammen ein Lied.
bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Du bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten, Amen. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten, Amen. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten, Amen. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten, Amen. Bis ans Ende der Zeiten, Amen. Bis ans Ende der Zeiten, Amen. Bevor wir jetzt aufstehen, noch eine kleine Anmerkung. Tauferinnerungsgottesdienst. Ich wurde auch gefragt, was ist eigentlich ein Tauferinnerungsgottesdienst? Jetzt mehrmals, war hier nicht so bekannt. Also, vielleicht noch ganz kurz dazu. Tauferinnerungsgottesdienst, so wie der Name das ja schon sagt, Tauferinnerung. Warum machen wir das? Wir taufen natürlich meistens kleine Kinder. So, die wissen oft noch gar nicht, warum sie eigentlich getauft werden. Aber das sollen sie natürlich wissen in ihrem Leben. Das heißt es ja irgendwo, aus der Güte, aus der Gnade und Liebe Gottes zu leben und das zu erfahren. Das heißt, da wir das machen, macht es auch Sinn, dass wir dann auch erzählen und ins Gespräch bringen, was die Taufe heißt und was es heißt, aus der Taufe zu leben. Und deswegen laden wir alle Kinder ein, die getauft sind und von uns getauft wurden in den letzten Jahren, um das im Gottesdienst auch zu feiern, das ins Gespräch zu bringen. Und gleichfalls werden auch Kinder getauft. Wer darf kommen? Jeder, der Lust hat. Und vor allen Dingen Kinder, die getauft sind. Ja. Jetzt lasst uns aufstehen und mit Gottes Segen in diese Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Eins zum Zuhören habe ich noch. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes,
als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit und Demut, Sanftmut und Geduld. Ertraget euch und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen eine Klage hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. So vergebt auch ihr. Über allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Über allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit und Demut, Sanftmut und Geduld. Ertraget euch und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen eine Klage hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. So vergebt auch ihr. Über allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Über allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit. Zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Über allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit und Demut, Sanftmut und Geduld. Ja, wir wünschen euch jetzt einen wunderbaren Sonntag, einen guten Start in die Woche und bis wir uns wiedersehen, passt auf euch auf. Wer jetzt noch Appetit hat auf eine Tasse Kaffee, herzliche Einladung drüben im Gemeindehaus.